Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live in the Woods. Es geht erstmal weiter mit Gute Nacht. Genau. So eine gute Startfolge hatte ich auch noch nicht, ey. Es geht weiter mit der Beef Wellington Maschine. Und zwar, genau, ich muss nochmal hoch. Hoch, 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 hoch. Denn jetzt überlege ich mir, wo hier am Ende die Kiste sein wird für die Beef Wellington Utensilien und wo dann auch später der Schalter sein wird, der das Ganze aktiviert. Und ich denke mal, habe ich noch, ja, ich habe noch zwei Kisten. Ich stelle mir jetzt erstmal hier welche hin, wo ich den Krempel von da darüber packe. Oh. Hä? Oh. Da war ich eins daneben. Ich wollte das erstmal wegmachen, damit ich hier einen Durchblick habe. Wir leeren erstmal das Inventar. Erde. Ach komm, weiße Erde. Machen wir jetzt damit rein. Blauschiefer, Sand, hellgrüner Stein, Sand, Stein. Habe ich da auch mit drin? Bruchstein. Autocrafting Table. Ne, den packe ich mal hier unten mit rein. Alles, was ich gleich wahrscheinlich eh wieder benötige. Kohle, Eisenbarren, meinen Rucksack behalte ich. Das blöde Salpeterzeug brauche ich eigentlich auch nicht. So, das haben wir da. Das Salz ist da oben gewesen. Salpeter, da unten. So, hier haben wir noch ein bisschen Sand. Noch zwei Eier. So, das Schwert brauche ich momentan auch nicht. Meine Sticks, Wassereimer, den brauche ich eigentlich auch nicht. So, dann habe ich hier erstmal ein bisschen Platz. Was war denn das da? Flussschiffrohr. Ach ja, okay. Und ich habe mir das jetzt überlegt, wie ich das mache. Also es wird automatisch aktiviert. Alles, was unten benötigt wird, mit einem Knopfdruck hier oben, soll die ganze Maschinerie unten in Gang setzen. Und es ist am besten, finde ich, wenn ich das so mache, dass die beiden Systeme nebeneinander laufen. Also das Frischwasser je für das Salz und für das Beef Wellington am Ende. Oder besser gesagt Wassereimer, dann spart man sich einen Schritt. Und dass das hier oben gar nicht zugeführt wird. Also diese Kiste ist dann sozusagen mit dem Inhalt, den ich benötige. Warte mal, da mache ich aber hier, habe ich noch so ein grünes Holz? Ein Block bitte? Ah ne, das ist so ein Draw. Wow. Weidenholz, da haben wir noch ein bisschen was. Perfekt. Wobei ich weiß gar nicht, ob man das hier hinten noch sieht. Weil da soll nämlich jetzt der Trichter ich habe kein, habe ich keinen Trichter mehr? Wo habe ich den denn gerade? Ach, hier unten. Nee, habe ich aber auch nicht mehr. Dann müssen wir uns noch einen Trichter bauen. Ich brauche dafür Eisen. Mein Eisen ist auch echt krass zur Neige gegangen. Eine Kiste benötige ich. Holz habe ich ja gerade hier. So, na. Und ich brauche dazu ein Grated. Hoppa. Zack und zack. Fertig. Den hätte ich eigentlich da lassen können. Dann machen wir das erstmal so. Und in dem Trichter wird dann alles, was ich für die Beef Wellington Maschine brauche, zugeführt. Ich hoffe, das reicht. Ich muss direkt schauen, ob das genug ist. Sonst muss ich dann noch einen Trichter bauen und das muss man dann eben auftrennen. Und jetzt kommt mir die Idee, wenn ich zwei Trichter baue und der eine Frischwasser hat, dann ist das doch schon automatisch. Ja. Und das Frischwasser, warum? Weil man stacken kann. Also einmal da und da das Frischwasser.
das wäre eine gute Idee, weil, Moment, wir zählen mal durch. Wir brauchen diesen seidenen Tofu, der feste wird ja dann unten gemacht, die Pilze, den Spinat. Für den Teig brauchen wir Weizen, für das Salz Frischwasser und Frischwasser selber. Also eventuell noch Frischwasser, das sind 5 Plätze. Das heißt, wir könnten extra einen Trichter bauen, nur für Frischwasser, für die letzte Station sozusagen, die man dann macht, also für das Endprodukt sozusagen. Ich mach mal noch einen Hopper und guck, ob das funktioniert. Ich meine, die brauche ich ja so oder so. Noch einige Male diese Hopper, deswegen mache ich mir gleich mal ein paar mehr. Vielleicht auch nicht zu viel, weil mein Eisen ist bald down. Also ich muss dann mal wieder farmen gehen. Ja, wird dann wieder mal eine schöne Farmfolge bald geben. Nee, da nicht. So, und jetzt gib mir mal hier so schön ein Stack Frischwasser. Stack, habe ich gesagt. Also, war schon drin. Da war ich doch drauf. Er zieht da rein und da rein. Und auch ziemlich gleich. Also brauche ich im Prinzip unten gar nicht diese... Ich muss nur meine Frischwasser... Also da, wo das Frischwasser hergestellt wird, das muss ich in der einen Kammer wieder bauen. Oder ich baue das unten dann am Ende der größeren Kammer. Denn folgendes, ich habe mir das jetzt überlegt. Ich kann ja 2 Trichter unter die Doppelkiste setzen. Also mit dem Filter... Und dann sage ich, das eine Frischwasser, also was in das eine mit reingeht, das geht an die ganze Anlage dran, wo das Frischwasser hier mit landet. Und das andere Rohr, das landet dann hier bei der... Ach Moment, da habe ich aber wieder das Problem, ich habe ja dann so ein Auto-Crafting-Table, dass er dann vielleicht zu viel Frischwasser bekommt von der einen Seite. Ah, ich glaube, das wird so oder so immer irgendwo verstopfen. Es sei denn, man tut eben weniger Frischwasser rein. Nee, das müsste doch gehen eigentlich. Wenn wir das kontrollieren, ich glaube, so ganz automatisch geht es gar nicht. Aber ich spare mir dann eben, eine Leitung hochzulegen, die dann diese Maschinerie in Gang bringt. Dann mache ich oben eben noch einen Knopf, der mir dann eben das Frischwasser zubereitet und nach oben befördert. Also können wir im Prinzip das hier oben so weiterbauen, wie wir das benötigen, indem wir einfach sagen, alles wird schon von oben her zugeführt. Und wir haben ja jetzt das Mehl gemacht. Da war, glaube ich, das Salz, besser gesagt. Da ist das Mehl. Und mehr ist es dann schon gar nicht mehr. Salz, Mehl, Frischwasser bekommen wir von oben. Dann diese Rührschüssel. Genau, jetzt geht es darum, den Teig herzustellen. Wo ist denn hier der Slime? Da batscht hier draußen so rum, ne? Ah, die Kühe sind ich habe eh gerade keine Dings. Alles wieder zu. Ich habe keinen Weizen dabei. Hätte ich zwar jetzt holen können, aber kein Bock. Was wollte ich gerade? Genau. Habe ich die hier? Auto Crafting Table. Also ich baue das jetzt erstmal alles wieder ab vom letzten Part. Ich habe nämlich jetzt wirklich mal geguckt, ob es da eine bessere Lösung gibt. Also ich habe so ein paar Videos angeschaut, aber bei allen, wo ich nachgesehen habe, ist das Problem, dass sie davon ausgehen... doof. Die gehen davon aus, dass man das alles noch manuell hinzufügt und... Das ist ja eben nicht der Fall. Ich will das ja schon automatisch haben. Ja, nun habe ich nicht zum Ausstopfen hier, egal.
Die Leitung ist ja eigentlich okay. Die könnte man höchstens noch cool verstecken dann irgendwie. Ich meine, gibt es hier eigentlich sowas wie Blöcke, die da drum gebaut werden können? Wo ist der Slime? Jetzt will ich doch wissen, wo der ist. Da hinten. Da habe ich doch gerade. Da, das ist da. Da ist er. Okay. Hauptsache, der macht meine Türe nicht kaputt. So, egal. Ich hole mal eben was zum Ausstopfen. Also, ich habe jetzt echt einen Plan. Ich weiß jetzt, wie ich das anstellen möchte. Haben wir davon noch mehr? Da, genau, sehr schön. Oh, ich kann auch mal eben noch ein Nickerchen machen. Haben wir nicht gerade zum Anfang der Folge. Hungry! Ja, das ist gut, dass das da steht. Dann hole ich mir nochmal Beef. Das, was ich auch unbedingt automatisch hergestellt haben will. Ess hin. Ist doch bloß so ein Stück Rindfleisch. Wobei Tofu ist das ja, was ich hier nutze. Und die bauen wir dann, wie gesagt, da hinten in die Ecke, die Frischwassermaschine. Ja, ich habe wieder eine Schaufel. So, jetzt noch mal kurz gucken. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, wir hatten das Mehl, das Salz, das Wasser kommt von oben. Jetzt müssen wir diese Herstellung von Teig machen. Dazu brauchen wir erstmal wieder ein Auto-Crafting-Table. Der braucht. Nein, was will ich denn damit? Hä? Warum? Das war jetzt komisch. Ah, da ist er wieder. Gib mir meine Spitzhacke, du. So, was hatte ich gesagt? Das braucht er? Nee. Muss ich doch hier oben reinpacken. Also Salz. Dann Mehl habe ich jetzt auch nicht dabei. Doch, hier ist doch Mehl drin. Sehr schön. Mehl. Mehr Mehl. Frischwasser und dann diese Rührschüssel. Die habe ich auch oben. Ich hoffe, dass ich die noch habe. Da ist sie doch. Sehr schön. Plupp. Rührschüssel und Mehl. Nee, was hatte ich gesagt? Frischwasser. Habe ich doch noch dabei gehabt. Und auch hier wieder so richtig geil. Die Schüssel muss ja dann zurückgeführt werden. Bedeutet jetzt. Naja, ich muss erstmal einen Trichter bauen. Und zwar hier habe ich einen ganz. Ja, ich brauche einen normalen Trichter. Habe ich alles dafür da? Ah, habe ich. Perfekt. So, mach das mal weg. Trichter. Zack, zack. Zack. Hallo. Boah, was ist denn das für ein Fail? So, und. Das geht aber hier fix mit dem Eisen. Das ist bald weg. Ne, das ist Sand. So, wo ist der Trichter? Und jetzt testen wir das mal. Ich packe noch ein Salz da rein und das Mehl. Jetzt habe ich hier Teig. Gut, das Salz kommt von hier vorne. Und die Rührschüssel, die soll jetzt zurückgeführt werden. Die Rührschüssel. Diese. Ich glaube, jetzt muss ich die eh nochmal craften, ne?
So, wie ging die? Was brauche ich? Oh, was ist das denn? Valentinsblock. 1A, so wie der Mörser nur mit Holz. Sticks. Rucksack. So, jetzt. Ich weiß nicht, ob die funktionieren hier. Ne, die muss ich erstmal zurückchiseln. Vor allem zurückchiseln, ne? Ganz normales Holz. Batsch, wie das im Ohr einmal klingt hier. Batsch. So, da. Ja. Rührschüssel. Boah, lass das da drin. So, jetzt. Nein, mein Crafting-Rucksack. So, das heißt, die ist jetzt da drin. Alter, der braucht aber lang. Hoppa. So, jetzt müsste die Schüssel genau da oben drin sein. Sobald das andere dazugeführt wird, geht es weiter. So, und weiter geht es auch mit diesem oder dem nächsten Part im nächsten Part. Ich danke an der Stelle fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wie schon gesagt, haut drin, bis dahin. Tschüss.